So, Hallöchen. Ich möchte damit eigentlich nur einen Kommentar nochmal beantworten und eventuell nochmal eine ganz kleine Sache ansprechen. Erst einmal mit dem Kommentar. Das, was du mir gesagt hast, darum geht es mit diesen Dingern. Und ich komme jetzt darauf zu sprechen, was genau damit gemeint ist, was du mit justieren meinst über diesen einen Punkt, diese Drahtbrücke, die hier normalerweise drin steckt. Und zwar gleichst du damit nur dieses Kabel ab, damit hier dieses Signal sauber dargestellt wird. Ich zeige dir das mal. Masse brauche ich nicht anschließen. Ich habe jetzt keine Drahtbrücke, ich muss den draufhalten. Gehe dann erstmal auf AC. Ich mache mal die Anzeige weg. So, ich halte mal das Bild an. So, das wäre das Signal, wie es jetzt da hinten rauskommt. Das stimmt aber so nicht. So, ich gehe da nochmal drauf, ich mache nochmal an. Ja, besser wäre es, wenn ich jetzt eine Drahtbrücke hätte, aber ich will da jetzt nichts anlöten. Ich lasse das erstmal so. Aber du siehst, das Signal, die Spitzen passen nicht. Jetzt habe ich hier diese Trim-Kondensatoren, sind das. Das sind keine Potis. Mit denen kann ich jetzt das abgleichen, dass die Ecken und die Kanten, die Flanken schön gerade sind. Damit stelle ich das mit diesen zwei Trimmern ein. Der eine will jetzt hier nicht. Der ist, glaube ich, auf der 1 Volt. Das ist, glaube ich, der hier oben. Ja. Damit stelle ich das so ein, dass die Flanke schön sauber gerade ist. Das ist bei dem Ossi jetzt hier nicht so besonders, weil es ist kein echter ADC drauf, in dem Sinne, der das eigentlich macht. Das ist eigentlich der Mikrocontroller, der das umwandelt mit seinen ADC-Eingängen. Aber mehr machst du nicht mit diesen Kondensatoren, die hier drauf sind. Du gleichst damit hier das Signal ab. Und zwar nur mit Rechteck. Bei Sinus weiß ich nicht, ob das irgendwie ist. Beim Tastkopf, bei einem echten Tastkopf, den ich ja neu gekauft habe, da ist auch so ein Ding, das ist hier hinten drinne. Bei meinen, den ich hier noch liegen habe, ist einer da drinne. Und damit gleichst du nur die Tastkörper ab. Ein normales Oszilloskop, ein echtes, hat diese beiden Teile nicht. Da machst du das direkt am Tastkopf, dass du das Signal ordentlich hast. Was anderes ist das nicht. Mir ging es hier bei dem Teil, was ich eigentlich justieren wollte, um diesen Offset. Diesen Offset kriege ich aber nicht eingestellt, weil das ist irgendwie von der Software, vom Mikrocontroller, vom Referenzspannung und mit der ganzen Beschaltung, die da alles draufsteht, ist das irgendwie, dass das so hochkommt. Ob man das besser hinkriegt, weiß ich nicht. Muss ich mit leben, stand in der einen Anleitung, die online irgendwo war, mit drinne, dass die drinne sein kann. Ich hatte jetzt nur noch im Video gehabt, dass das hier plötzlich, wo ich auf ein Reset gedrückt habe, je nachdem, wie er das jetzt macht, dass er hier rote Schrift hatte, 20 Volt und sonst was angezeigt hat. Da habe ich dann nur ein Factory Reset gemacht. Das ist bei mir SW5, SW6 bzw. plus minus gleichzeitig halten. Dann macht er ein Factory Reset. Dann geht er hier auf 0,5 Volt. Warum auch immer. Ich kann noch mit OK und 2 Sekunden drücken, kann ich. Wenn ich nicht immer den Reset erwischen würde. Mach mal kurz Reset. Kann ich nämlich noch was machen. Und zwar, wenn ich hier auf der Zeitbasis bin, mit OK länger drücken, kann ich mir das hier einblenden. Ich kann das aber nicht abändern, was hier steht.
Ich kann aber mit Select auf das Auto gehen. Da kann ich dann einstellen, normale drehen und ein Single Shot. Das heißt, wenn jetzt ein Puls kommt, der nur einmal ganz kurz kommt, um den wirklich zu analysieren, kann ich auf Single gehen. Wenn das Signal erkannt wird, zeichnet er den kurz auf und das Bild bleibt dann stehen. Dann geht er auf Hold. Dann kann ich das Signal mir in Ruhe angucken. Mehr ist der Trigger da nicht. Damit kann ich das umstellen. Auch auf Auto. Dann kann ich auch auf die Seite gehen. Das ist eben, auf welche Flanke er triggern soll. Auf die absteigende oder auf die aufsteigende Flanke. Kann ich hier umstellen. Aufsteigende, absteigende Flanke. Hier, das habe ich den gehighlightet. Das ist der Trigger. Der steht jetzt auf 0. Den kann ich jetzt hochsetzen, dass er erst ab einem Signal, was mehr als 0,52 Volt hoch ist, anfängt zu triggern da drauf. Oder eben nach unten oder wie auch immer. Ich kann den aber auch wieder resetten, ganz einfach mit lange OK drücken, also 2 Sekunden, dann geht er gleich wieder zurück. Mit Select gehe ich dann hier oben hin. Was das jetzt im Großen und Ganzen, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht weiter ausprobiert. Jetzt habe ich den gehighlightet, das ist der Spannung. Jetzt gehe ich aber mal auf die Grundlinie. Und da gibt es auch ein Offset. Es kann passieren, dass diese Linie und dieser Pfeil nicht übereinander stehen. Wenn du auf Ground-Linie bist, wenn man auf Ground ist. Mit länger OK drücken, wird das resettet. Dann ist dieser Pfeil und die Linie wieder in einer Richtung. Jetzt ist der Trigger wieder verschoben. Dann gehe ich wieder auf den Pfeil drauf. Machen länger OK. Sollte das eigentlich auf 0 stehen, tut es nicht. Naja, ich glaube, der Offset hier mit da drin spielt noch mit eine Rolle und der verändert sich auch mit der Spannung bei 10 Millivolt. Ist er bei 2 Millivolt, bei 100 Millivolt ist er auch bei 20 Millivolt, bei 1 Volt ist er bei 200 Millivolt drüber. Wenn ich jetzt auf 20 Millivolt gehe, ist er bei 4 Millivolt drüber. Und bei 50 Millivolt ist er bei 10, 12. Wenn ich auf 200 Millivolt gehe, ist er bei 40. Und dann geht er auf 120 nachher bei 0,5. Und wenn ich jetzt auf 5 Volt gehe, ist er schon bei 1 Volt. Bei 1 bis 1,2 Volt drüber. Mehr ist es nicht. Und ich habe auch noch vergessen zu sagen, auch für die, die jetzt noch weiter noch mit zugucken, von der Frequenz her sinusmäßig kann der bis 100 Kilohertz, 120 Kilohertz, kann das Ding darstellen in Sinus. Bei Rechteck wird es aber schon schwierig ab ungefähr 25, 50 Kilohertz. Dann wird das Rechteck schon langsam zum Sinus, dann wird das immer runder. Bei 100 Kilohertz ist es eigentlich nur noch eine Sinus, obwohl da ein Rechteck anliegt. Das kann das Ding nicht wirklich. In der Beschreibung steht bis 200 Kilohertz. Das geht gar nicht. Also 100 Kilohertz ist hier mit dem Ding das höchste der Gefühle, was wirklich möglich ist. Danach wird das einfach nur noch irgendein Mischmasch, womit man nicht mal mehr das Signal wirklich sagen kann, das ist wirklich das, was anliegt. Da kann alles Mögliche kommen. Man sieht dann nicht, ob das wirklich das ist, was man sehen will oder was wirklich kommt. Also nur im Hinterkopf behalten, Frequenz 100 Kilohertz ist das Höchste, was irgendwie geht, auch bei Sinus. Rechteck und die anderen Spannungsformen, ich denke mal nicht mehr als 25, 50 Kilohertz. Dann wird es schon schwer, das noch richtig einzuordnen. Wie es mit einzelnen Pulsen aussieht und anderen Sachen, weiß ich nicht. Ich habe nichts hier, was ich damit noch großartig machen kann. Da haben andere Geräte, die das noch besser können. Ich kann das aber nur so, wie ich es hier mache. Und ich kann nur sagen, also 100 Kilohertz, das ist wirklich das Höchste von dem. Wenn es da drüber sein muss, dann habe ich die anderen Oszilloskope. Und wie gesagt, ich wollte das Ding nur für die
für kleine Sachen haben, die man mal schnell irgendwo mal gucken will, ob ein PWM-Ausgang auch ein PWM rausschmeißt oder ob da nichts kommt, dafür reicht das aus. Aber mehr wollte ich nicht und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.